Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Bislang haben wir uns beschäftigt mit idealen Flüssigkeiten. Ideale Flüssigkeiten gibt es natürlich nicht. Der berühmte theoretische Physiker Richard Feynman hat von den idealen Flüssigkeiten gesagt, das ist ein trockenes Wasser. Sie haben keine Reibung, sie haften nicht an den Oberflächen. Wenn man eine Hand in eine ideale Flüssigkeit eintaucht und raustaucht, dann ist sie trocken. Es gibt keine sehr Haftkräfte. Und im Gegensatz dazu hat er reale Flüssigkeiten nasses Wasser genannt. Jetzt gehen wir von dem trockenen Wasser zu dem richtigen Wasser, wie es auch sein soll, zum nassen Wasser. Es geht, der zentrale Begriff, der dabei auftritt, ist Viskosität. Wenn wir eine Wasserschicht haben, betrachten wir eine ebene Wasserschicht in einem großen Becken mit einem ebenen Grund und mit der Höhe h. Ich lasse hier Koordinate x laufen von dem Boden und y nach oben. Wenn ich jetzt an der Oberfläche eine Platte lege, leichte Platte, und sie dann ausreichend große Fläche, sodass ich jetzt von den Randeffekten, mich um die Randeffekte nicht kümmern muss, sondern irgendwo innerhalb, unterhalb der Platte das Geschehen betrachte. Und diese Platte bewege ich mit konstanter Geschwindigkeit v in horizontale Richtung. Das heißt, dieser Vektor hat jetzt nur die x-Komponente der Kraft und die y- und z-Komponente in der vertikalen Richtung und in diese Richtung, die sind gleich Null. Also wenn ich so bewege und dass ich ausreichend lange das tue, dann stellt sich innerhalb der Flüssigkeit eine sogenannte Schleppströmung, weil die Oberfläche geschleppt wird von der und die untersuchen wir jetzt und am Beispiel dieser Strömung führen wir auch den wichtigsten Begriff der Viskosität ein. Die Haupteigenschaft von viskosen Flüssigkeiten ist, dass sie an den Oberflächen haftet. Das heißt, bei dieser Strömung ist zum Beispiel die Geschwindigkeit am Boden Null. Wenn der Boden sich nicht bewegt, dann gibt es die Geschwindigkeit direkt am Boden Null. Und die Geschwindigkeit der Flüssigkeit direkt an der Platte ist gleich der Geschwindigkeit der Platte. Natürlich, es gibt niemals senkrecht, ja, die wird einfach mitgenommen mit der Platte. Das kann ein bisschen nicht ganz intuitiv sein, diese Randbedingung, aber das ist eine sehr gute Randbedingung, die in makroskopischer Hydro- und Aerodynamik immer mit hervorragender Genauigkeit erfüllt ist. Ich habe gesagt, in der makroskopischen, es gibt auch nanoskopische Dynamik und dann muss man noch genauer diese Randbedingungen betrachten. Aber eigentlich in allen Strömungen, die wir als makroskopische Wesen beobachten und erfahren können, gilt diese Haftbedingung sehr gut. Das heißt, wenn wir jetzt das Geschwindigkeitsprofil hier aufzeichnen würden, dann ist die Geschwindigkeit hier am Boden 0 und hier ist sie Vx und dazwischen ist es eigentlich leicht zu verstehen, dass es im stationären Fall ein lineares Wachstum der Geschwindigkeit auftritt. Das kann man verstehen, wenn man zwei Schichten betrachtet. Das ist eine Schicht mit der Höhe h,
besteht eigentlich aus zwei Schichten, die aufeinander liegen. Diese Schicht mit der Höhe halbe und diese Schicht, die sind identisch. Hier, die Spannung, die horizontal wirkt, und das ist Besonderheit von viskosen Flüssigkeiten. Wir haben gesagt, Flüssigkeiten, wenn tangentiale Spannung angelegt wird, wie hier muss man eine tangentiale Spannung anlegen, um diese Schleppströmung zu erzeugen, dann beginnt sie zu fließen. Die fließt ja auch. Aber bei idealer Flüssigkeit fließt sie auch ohne Spannung. Ja, weil es keine Reibung gibt. Man hat sie in die Bewegung gesetzt und so fließt sie auch weiter. Und bei viskosen Flüssigkeiten muss man die Kraft anlegen, muss man die Spannung anlegen. Und natürlich die Spannung ist, das kann man durch Gleichgewicht von Elementen feststellen, dass die tangentiale Spannung in jeder Schicht gleich sein muss. Muss man einfach kleine Schicht rausschneiden, dann sieht man, dass im stationären Fall, wo es keine Beschleunigung gibt, muss natürlich die Kraft da hinten in eine und in die andere Richtung gleich sein. Das bedeutet, dass die Spannung, die tangentiale Spannung im stationären Fall ist überall konstant. Und natürlich ist dann diese Strömung genau die gleiche wie diese Strömung. Hier gibt es V halbe und 0, hier gibt es V und V halbe, die Differenz der Geschwindigkeit ist dasselbe. Es ist einfach aufeinander gelagerte zwei. Es ist nach kleiner Überlegung klar, dass in diesem stationären Fall hier eine lineare Abhängigkeit der Geschwindigkeit sich einstellen wird. Ja, natürlich, ich habe hier einige Annahmen gemacht, die ich nicht spezifiziert habe. Ich habe zum Beispiel angenommen, dass dies stationäre Strömung ist, dass es eine laminare Strömung ist, dass die Geschwindigkeit nicht nur an der Platte, sondern auch in der Strömung selbst, in Flüssigkeit, nur die X-Komponente hat. Und diese Komponente hängt nur von der Y-Koordinate ab. Also hier gibt es Vx von Y. Und die Y- und Z-Komponenten der Geschwindigkeit sind gleich Null. Und diese Ableitung der Geschwindigkeit, der X-Komponente der Geschwindigkeit von der Y-Koordinate, die ist konstant. Die ist konstant. Aber sie hängt natürlich davon ab, was man für Spannung angelegt hat. Wenn man größere Spannung angelegt hat, dann ist auch diese Ableitung, dieser Gradient der Geschwindigkeit auch größer. Es gibt eigentlich einen Zusammenhang zwischen Spannung und diesem Gradienten der Geschwindigkeit, der Ableitung der Geschwindigkeit. Und wenn dieser Zusammenhang linear ist, dann kann man schreiben, dass Tau ist gleich Eta mal diese Abhängigkeit. Das ist die einfachste Abhängigkeit, die es geben kann. Bei sehr kleinen Geschwindigkeitsgradienten, sehr kleinen Deformationsgeschwindigkeiten, ist es immer linear. Und wenn es linear ist, dann heißt die Geschwindigkeit newtonische Geschwindigkeit. Das ist die lineare, viskose, newtonische Flüssigkeit. Ja, selbst diese Bezeichnung bedeutet, dass Newton schon über die lineare Flüssigkeit nachgedacht hat. Er hat diese Begriffe schon benutzt. Das war der Newton, der verschiedene Kräfte, einschließlich die viskosen Kräfte in Flüssigkeiten, betrachtet und eingeführt hat. Tau habe ich hier auf dem Bild nicht gezeichnet, aber das ist tangentiale Komponente der Spannung. Das heißt, wir müssen jetzt die Oberfläche der Platte schauen und dort ist die Spannung angelegt und natürlich die Platte wirkt auf die Oberfläche der Flüssigkeit mit einer Spannung. Diese tangentiale Spannungskomponente, Kraft pro Fläche, ist proportional zu dem Geschwindigkeitsgradienten und der Koeffizient heißt dynamische Viskosität. Sind Flüssigkeiten überhaupt newtonische Flüssigkeiten? Wasser zum Beispiel. Ja,
Alle Flüssigkeiten bei ausreichend kleinen Deformationsgeschwindigkeiten sind newtonsche Flüssigkeiten. Und alle Flüssigkeiten sind nicht newtonsche Flüssigkeiten, wenn man zu große Spannung angelegt hat, zu große Deformationsgeschwindigkeit erzeugt hat. Das heißt, es kommt, die Antwort kommt darauf an, unter welchen Bedingungen, wie groß, wie stark wir das beansprucht haben. Aber es gibt immer einen Bereich, wo jede Flüssigkeit, egal ob es Honig ist oder Wasser oder Quecksilber oder auch Luft, eine newtonische Flüssigkeit ist. Ja, und in diesem Bereich kann man genauso wie Elastizitätsgesetz, ist eigentlich kein Naturgesetz, sondern bei kleinen Deformationen gilt ein linearer Zusammenhang zwischen der Spannung und der Deformation. Genauso hier gibt es bei kleinen Geschwindigkeitsgradienten und kleinen Spannungen einen linearen Zusammenhang zwischen der Spannung und dem Gradienten der Geschwindigkeit. Diese Ableitung der Geschwindigkeit nach einer Koordinate, das ist eine Komponente des Gradientenvektors, deswegen nenne ich das Gradient der Geschwindigkeit. Sie können einfach als Synonym räumliche Ableitung der Geschwindigkeit benutzen. Ja, welche Einheit hat dynamische Viskosität? Diese Größe hat Einheit Pascal, das ist Spannung. Hier gibt es die gesuchte Einheit von dynamischer Viskosität. Hier haben wir Meter pro Sekunde dividiert durch Meter. Das heißt, die Einheit ist gleich Pascal mal Sekunde. In dem internationalen Einheitssystem hat die dynamische Viskosität die Einheit Pascal mal Sekunde. Eine der kleinsten dynamischen Viskositäten hat eine uns sehr gut bekannte Flüssigkeit, Wasser. Wasser hat dynamische Viskosität ungefähr 10 hoch minus 3 Pascal mal Sekunde. Von den flüssigen Metallen haben auch kleine Viskositäten, aber Quecksilber zum Beispiel hat eine schon etwas größere Viskosität, 1,8 mal 10 hoch minus 3. Kleinere Viskositäten als Wasser haben eigentlich nur Gase. Wenn man jetzt jetzt muss ich überlegen, ob es tatsächlich 1,8 ist oder aber auf jeden Fall von der Größenordnung. Und Luft bei den normalen Bedingungen, bei der beim atmosphärischen Druck und Temperatur, normale Temperatur, ist ungefähr, ich glaube 1,8, aber 10 hoch minus 5 Pascal mal Sekunde, das heißt nochmal grob gesagt 50 mal weniger. Ja, Luft ist natürlich eine sehr dünne Flüssigkeit, deswegen ist auch die. Und C, wie Glycerin zum Beispiel oder Honig, das ist schon eine Flüssigkeit, die Viskosität von der Größenordnung 1 Pascal mal Sekunde hat. 1 Pascal mal Sekunde, das sind C. Die man sozusagen direkt fühlt, die Viskosität. Bei Wasser fühlt man das fast nicht, ja, weil es ein sehr kleiner, aber wo man die Viskosität fühlt und wo man nicht fühlt, das ist auch eine interessante Frage, die wir vielleicht auch heute noch am Ende dieser Vorlesung diskutieren können. So, als erstes Beispiel der Anwendung dieses Begriffes betrachte ich eine Strömung, eine stationäre Strömung in einem kreisrunden Rohr. Rohrströmung. Im Unterschied zu der Strömung, die wir gerade hatten, die heißt eine Schleppströmung, weil hier gibt es keine Druckdifferenz links und rechts. Das ist einfach atmosphärischer Druck. Aber dafür wird es geschleppt. Ja, wenn man aber ein Rohr hat, ich zeige Längsschnitt eines Rohres. Ja, das heißt, eigentlich hier gibt es, wenn man das dreidimensional sieht, natürlich
Die Wände sind gekrümmt, bilden einen Zylinder mit dem Radius R groß. Und wenn man hier die Flüssigkeit fließen will durch den Zylinder, wie in einer Wasserleitung, die dann zum Wasserhahn führt, ja, dann, wir wissen, dafür muss man eine Pumpe haben, dafür muss man auf einer Seite einen größeren Druck erzeugen als auf der anderen, weil man muss Arbeit leisten, damit das fließt, weil wegen der Viskosität die Energie verloren geht. Das ist die innere Reibung in einer Flüssigkeit und deswegen wird ja Energie anders als in einer idealen Flüssigkeit verloren gehen. Man muss ständig Wasser, Energie einpumpen, Arbeit leisten und deswegen wird diese Strömung eine Druckströmung genannt. Ja, das ist eine Schleppströmung, die Strömung in einem Rohr ist eine Druckströmung. Ja, wir untersuchen das Geschwindigkeitsprofil einer Druckströmung in einem Rohr. Dafür betrachte ich innerhalb dieses Rohres, das ist die Achse des Rohres, und ich schneide innerhalb des Rohres in Flüssigkeit einen Zylinder mit dem Radius R. Klein, R klein. Kleiner als R groß, innerhalb des Rohres. Aber mit der gleichen Länge wie das ganze Rohr. Und hier den Druck auf einer Seite bezeichne ich als P1, den Druck auf der anderen Seite bezeichne ich als P2. Ja, die Schnittfläche ist dann leicht zu berechnen, Pi R Quadrat. Und jetzt, weil das stationäre Strömung ist, deswegen, wenn ich jetzt ein Kontrollvolumen nehme, das hier gezeigt ist, und betrachte die Bewegung dieses Kontrollvolumens, dann stellt man fest, dass es nicht beschleunigt, sich bewegt sich nicht beschleunigt. Und wenn es sich nicht beschleunigt bewegt, sonst wäre es keine stationäre Strömung. Das bedeutet, dass die Summe aller Kräfte, die auf dieses Volumen wirken, ist gleich Null. Das heißt eigentlich, das ist eine statische Situation. Statik bedeutet Summe aller Kräfte gleich Null, bedeutet nicht unbedingt, dass es statisch ist, sondern es kann sich auch mit konstanter Geschwindigkeit bewegen. Wie in diesem Fall bewegt sich alles irgendwie mindestens stationär. Ja, deswegen, die Summe aller Kräfte, die hier von allen Seiten wirken, muss gleich Null sein, die verschwinden. Welche Kräfte gibt es denn? Ja, es gibt die Kraft, die von dieser Seite wirkt, das ist P1 mal Pi R Quadrat. P1 mal Pi R Quadrat, Schluss. Es gibt von der anderen Seite minus P2, Pi R Quadrat. Ja, hier habe ich natürlich angenommen, dass der Druck in diesem Rohr in der radialen Richtung konstant ist. Es gibt einfach einen Druck in dem Schnitt. Ja, das kann man auch beweisen, dass es so ist. Das habe ich nicht getan, aber wenn wir hier einen kleinen Schnitt in radiale Richtung, in kleine Stückchen in radiale Richtung nehmen würden, und es bewegt sich ja in der vertikalen Richtung ohnehin nicht. Ja, die ganze Strömung ist in horizontaler Richtung. Selbst wenn es nicht stationär gewesen wäre, würde es in der vertikalen Richtung trotzdem keine Bewegung geben. Und jetzt ist es sogar stationär. Es gibt keine Änderung der Geschwindigkeit sowohl in horizontaler als auch in der vertikalen Richtung. Aber jetzt, wenn wir so einen kleinen Zylinder nehmen, es wird von einer Seite Druck, von der anderen Seite Druck und es bewegt sich nicht. Deswegen gibt es hier Druck oben, Druck unten, muss gleich sein. Das heißt, in radiale Richtung ist der Druck konstant. Ja, das habe ich vorher nicht gemacht. Jetzt habe ich das sozusagen mindestens verbal bewiesen. Das heißt, dass der Druck als Funktion vom Radius ist konstant. Aber nicht als Funktion der Koordinate x. Als Funktion der Koordinate x ändert sich durchaus, deswegen gibt es nur diese Strömung. Als Funktion von R. Und deswegen kann ich einfach P1 und P2 sagen. P1 mal die Fläche, P2 mal die Fläche.
Das ist sind die Überlegungen hinter dieser Gleichung. Und es gibt noch, das ist die Kraft, die nach rechts wirkt, und es gibt noch die Kraft, die an der Seitenfläche wirkt. Das ist die Viskosekraft. Weil die Geschwindigkeit wird hier von der Koordinate R abhängen. Das ist so ähnlich wie dort oben von der Koordinate Y. Es gibt einige Schichten, die schneller laufen als die. Es ist klar, dass in der Mitte wird es schneller laufen und an den Oberflächen bewegt sich die Flüssigkeit überhaupt nicht. Es gibt in radialer Richtung einen Gradienten der Geschwindigkeit. Deswegen gibt es viskose Kräfte. Die Flüssigkeitsteile, die langsamer bewegen, die bremsen ab die Teile, die sich schneller bewegen. Und deswegen gibt es in der Seitenfläche auch bestimmte viskose Spannung. Und diese viskose Spannung ist Eta mal dVx nach dr. Also, wenn es nur von y abhängt, dann ist es Eta mal dVx nach dy. Und wenn jetzt unsere vertikale Koordinate r ist, dann ist es dVx nach dr. Man kann wirklich so berechnen und multipliziert mit Eta ist es die Spannung und multipliziert mit der Fläche Pi R Quadrat, die Seitenfläche, wir müssen jetzt das mit der Seitenfläche multiplizieren, das ist Delta L mal die Länge des Kreises. Ja, wenn wir diese Fläche schneiden und öffnen, dann ist sie in der Richtung, die wir geöffnet haben, 2πr. Ja, und in der Richtung ist sie Delta L, also mit 2πr multipliziert. Ja, und das alles muss gleich 0 sein. Natürlich, Sie können sagen, in Wirklichkeit bewegt sich die Flüssigkeit im Zentrum schneller als am Rande, deswegen wird die viskose Spannung entgegenwirken und nicht so, wie ich es gezeigt habe, in die positive Richtung. Aber das ergibt sich automatisch. Vx einfach wird kleiner mit R, deswegen diese Ableitung ist negativ. Das ist die richtige allgemeine Gleichung. Wenn die Geschwindigkeit mit dem Radius steigen würde, dann wäre es positiv. In Wirklichkeit wissen wir, intuitiv ist klar, dass sie negativ sein wird, dann wird sie schon nach hinten wirken. So, und jetzt können wir hier Pi kürzen. Wir können einmal R kürzen. Und wir können dann dV nach dR berechnen. dVx nach dR. So, jetzt dividiere ich noch durch 2. Delta L und Eta. Und bringe P1 minus P2 mal R auf die andere Seite. Minus P1 minus P2 durch Delta L R und halbe. So, jetzt glaube ich, habe ich alles richtig. Das ist Delta P. Naja, also eigentlich nicht Delta P. Delta P ist P2 minus P1. Aber so, das ist Druckabnahme. Oder ich kann auch schreiben hier plus P2 minus P1. Dann ist es in der Tat Delta P. Aber negativer Delta P. P2 ist kleiner als P1. Und dann ist es Delta P durch Delta L mal R halbe. Also abhängig davon, was wir unter Delta P meinen, ist es entweder plus, wie ich jetzt definiert habe, oder minus. Ich glaube, in den Notizen ist Delta P P1 minus P2 bezeichnet. Ja, okay. Ich mache es so wie in den Notizen. Und dann ist hier minus. Damit man einfach das vergleichen und nachverfolgen kann.
So, wenn wir die Ableitung dv nach der R und Eta, habe ich noch vergessen, 1 durch Eta. Wenn ich das jetzt, die Ableitung habe, dann kann ich auch vx berechnen, dadurch, dass ich diese Gleichung integriere. Vx ist gleich Integral davon minus Delta P nach Delta L bezeichne ich als P'. Nee, nicht P'. Delta P durch Delta L. Delta P durch Delta L. Wenn ich R integriere, bekomme ich R Quadrat halbe. Das heißt, es ist R Quadrat durch 4 Eta. Plus eine Konstante. Integrationskonstante. Woher kriegen wir die Konstante? Ja, natürlich aus den Randbedingungen. Und Randbedingungen gibt es in diesem Fall nur an der Oberfläche des Rohres. Das Rohr bewegt sich nicht und die Flüssigkeit haftet an dem Rohr. Deswegen ist die Geschwindigkeit der Flüssigkeit an dem Rohr Vx von R. Wenn R klein gleich R groß ist, ist gleich 0. Minus Delta P durch Delta L R Quadrat durch 4 Eta plus C. Das ist gleich 0. Und daraus bekommen wir diese Konstante C. Delta P durch Delta L R Quadrat durch 4 Eta. So, indem wir jetzt diese Konstante reinsetzen, können wir das endgültige Profil schreiben. Delta P durch Delta L und 4 Eta, das ist alles, was man aus der Klammer rausholen kann. Und drinnen ist R groß Quadrat minus R klein Quadrat. Wenn R klein gleich R groß ist, an der Oberfläche des Rohres, ist es 0. Wenn R gleich 0 ist, ist es nicht 0. Das ist leicht zu verstehen, dass es ein parabolisches Profil ist. Wenn ich jetzt das Schnitt des Rohres mache, dann sieht es so aus. Das ist parabolisch, die maximale Geschwindigkeit ist in der Mitte, die kann man leicht berechnen. Das ist Druckabfall pro Längeneinheit 1 durch 4 Eta und R Quadrat minus R Quadrat. Das ist R groß und das hier ist R klein. R klein ändert sich von 0 und das, was hier gezeichnet ist, das ist die Geschwindigkeit x als Funktion der radialen Koordinate. Wir können jetzt, also interessant ist natürlich diese Leitungen, Wasserleitungen werden ja gemacht oder Gasleitungen werden ja gemacht, um die Flüssigkeit zu befördern. Deswegen es ist interessant, wie viel Flüssigkeit durchfließt und was für Druckunterschied muss man erzeugen, um eine bestimmte Flüssigkeitsmenge durchfließen zu lassen. Ja, deswegen berechnen wir auch noch die Menge, Volumen der Flüssigkeit, welches durch dieses Rohr pro Sekunde fließt. Q ist Volumen pro Sekunde. Das berechnen wir so, dass wir jetzt in diesem Rohr einen kleinen Ausschnitt machen zwischen R klein und R plus dr. Dieser Ring hat die Fläche 2 pi r mal dr. 2 pi r dr ist die Fläche. Multipliziert mit der Geschwindigkeit an dieser Stelle als Funktion von Radius, x-Komponente natürlich der Geschwindigkeit, ist das nichts anderes als Strom, Wasserstrom, Volumenstrom pro Sekunde durch diesen Ring. Und wenn wir das dann integrieren von 0 bis r, das heißt über den gesamten Schnitt, dann ist der gesamte Volumenstrom durch
einen Schnitt. Wir wissen hier alles, Vx von R ist, steht hier, deswegen 2π können wir rausholen und dann bleibt Integral von 0 bis R. Also, ich hole auch noch anderes, Delta P durch Delta L, 1 durch 4 Eta und was bleibt ist R² minus R² mal R dr. Ja, hier können wir Klammer öffnen. Ich mache das Schritt für Schritt. 2 kürze ich. Dann habe ich Pi durch Eta Delta P durch Delta L durch 2 Eta. Integral von 0 bis R. R Quadrat mal R minus R hoch 3 dr. Pi durch 2 Eta Delta P durch Delta L. Hier R Quadrat halbe, also insgesamt R hoch 4 halbe. Und hier R hoch 4 durch 4, minus R hoch 4 durch 4. Insgesamt ist es hier R hoch 4 durch 4. Und wir bekommen Pi durch 8 Eta Delta P durch Delta L R hoch 4. Also das ist Volumenstrom. Wovon hängt er ab? Ja, er hängt natürlich ab, wie groß die Druckdifferenz, der Druckgradient in der Längsrichtung erzeugt wurde. Ja, kein Druckgradient, kein Strom. Die Pumpe ist notwendig, die den Überdruck erzeugt. Es hängt natürlich von der Viskosität. Wenn Viskosität 0 ist, dann fließt es einfach, man braucht keine Pumpe mehr. Und es hängt extrem stark von dem Radius. Vierte Potenz. Wenn der Radius sich um das Zweifache ändert, ändert sich der Strom um das 16-fache. Vierte Potenz ist schon ganz kräftig. So, jetzt können wir vergleichen mit dem, was hier in den Notizen steht. Und oh Wunder, das ist sogar dasselbe, was hier geschrieben steht. Natürlich, eine Flüssigkeit fließen zu lassen, kann man nicht durch eine Druckdifferenz, sondern einfach durch Gravitationskraft. Wenn Sie eine Fläche haben, die geneigt ist und Sie irgendwie so ein Wasser drauf fließen lassen, dann wird es entlang der Fläche fließen. Jetzt gibt es keine Druckdifferenz. Kein Druck ist überall konstant, aber es fließt, weil es Gravitationskraft gibt. Hier gab es keine Gravitationskraft. Hier war es horizontal, Gravitationskraft ist vertikal. Also hier gibt es keine treibende Kraft, Volumenkraft. Es gibt nur die Differenz. Aber man kann die Druckdifferenz null machen und dazu eine Volumenkraft erzeugen. Oder man kann beides. Man kann die Druckdifferenz und es neigen lassen. Und dann gibt es zwei Faktoren. Ja, das kann man das durch den Superpositionsprinzip behandeln. Aber jetzt betrachte ich dieses freies Fließen einer Flüssigkeit, allerdings nicht in einem Rohr, sondern einfach auf der geneigten Fläche, wie ich davor erwähnt habe. Stellen wir uns vor, wir haben eine solche geneigte Fläche unter dem Winkel Alpha zum Horizont und Horizont ist senkrecht zu der Gravitationskraft und wir lassen hier fließen und so, ja, wir gießen und so fließt die Flüssigkeit entlang der Oberfläche und bildet eine Schicht mit der Tiefe, die hier in den Notizen als T, Thickness, mit T bezeichnet ist. Das Koordinatensystem, das hier vorgeschlagen wird, wird so gewählt, dass Koordinate x entlang der Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit ist entlang der Fläche gerichtet und senkrecht dazu lassen wir die Koordinate y laufen. Auch hier bildet sich, wenn ich hier ein Geschwindigkeitsprofil zeige, dann ist es irgendwie, wird ungefähr so aussehen. Auf die Oberfläche wird es natürlich am schnellsten fließen oder vermutlich am schnellsten
Und unten an der festen Oberfläche bewegt sich gar nicht, wegen der uns bekannten Haftbedingung. So, und jetzt versuchen wir unser Glück und versuchen die Gleichgewichtsbedingung zu schreiben für eine kleine Schicht, die wir hier rausschneiden, von y und bis y plus dy. Was für Kräfte wirken, wenn es tatsächlich eine infinitesimal kleine Schicht ist? Ja, das ist der Unterschied zu der Herleitung hier, ist, dass wir hier nicht infinitesimal kleine, sondern einen endlichen Zylinder gewählt haben. Und deswegen waren die Druck links und rechts auch wichtig. Hier ist Druck links und rechts ohne Bedeutung, auch weil, aus verschiedenen Gründen, aber vor allen Dingen, weil hier der Druck konstant ist. Das ist freie Oberfläche, atmosphärischer Druck, weil es in der vertikalen Richtung kein Fließen gibt, deswegen in der vertikalen Richtung herrscht Gleichgewicht und deswegen in der vertikalen Richtung kann man den Druck als konstant annehmen. Auf jeden Fall, selbst wenn er nicht konstant ist, wegen der Gravitation, hängt er von der Tiefe nach der Torricelli-Gleichung ab und ist in gleicher Höhe von der Oberfläche, hat den gleichen Betrag. Deswegen die Kräfte auf diesen Seitenflächen nach vorne und nach hinten, die heben sich auf. Hier gibt es keinen Druckanteil, den wir davor hatten. Was ich eigentlich auch schon ganz am Anfang gesagt habe, wir betrachten den Fall, wo es keinen Druckgradienten gibt, der das Fließen treibt. Aber es gibt die Gravitationskraft. Und die ist die Masse mal G. Und natürlich müssen wir dann, eigentlich wollen wir Gleichgewicht in der Richtung des Fließens einstellen. Dann müssen wir dann entsprechende Komponente dieser Kraft nehmen. Und es gibt Kräfte an den Seitenflächen. Hier an dieser Fläche ist die Spannung Tau von y plus dy. Und an dieser Fläche ist die Spannung Tau von y, weil es die Spannung hängt, die Geschwindigkeit hängt von y ab, deswegen dv nach dy hängt von der y ab und auch die Spannung wird von der y abhängen. Und jetzt schreibe ich die Gleichgewichtsbedingung. Die Gleichgewichtsbedingung schreibe ich deswegen, weil ich stationäre Strömung betrachte. Und bei stationärer Strömung gibt es keine Beschleunigung. Und deswegen muss die Summe aller Kräfte gleich Null sein. Die Summe aller Kräfte bekomme ich, indem ich Tau von y plus dy mit dieser Seitenfläche multipliziere, wo diese Spannung wirkt. Und das ist, wenn dieses ist Delta L, dann ist Delta L mal, und wir müssen die Größe in der Richtung, meinetwegen, ich kann auch das dx bezeichnen, dx, und in der Richtung bezeichne ich als dz. Ja, das ist so ein kleines Stückchen, welches in allen Richtungen infinitesimal klein ist. In diese Richtung und in diese Richtung auch infinitesimal klein, mal dz. Dx mal in dz, das ist die Seitenfläche, multipliziert mit der Spannung in dieser Seitenfläche, ist die Kraft in dieser Seitenfläche, minus Tau von y, dx mal dz. Spannung auf einer Seite, Spannung auf der anderen Seite. Und Gravitationskraft, weil das jetzt die Komponente der Kraft entlang der x-Richtung ist und wir in der Gleichgewichtsbedingung in der x-Richtung interessiert sind, deswegen betrachten wir von dieser Kraft auch nur y-Komponente. Das ist Delta m g mal, das ist die y-Komponente, das ist Winkel Alpha, also mit Sinus Alpha multipliziert, plus Delta m oder dm meinetwegen, wenn ich hier schon überall d benutze, dm mal g mal Sinus Alpha ist gleich 0. So,
Ich hoffe, ich habe jetzt keine Kraft vergessen. Dann kann ich schreiben, was dm ist. Das ist die Dichte multipliziert mit dem Volumen des Elementes. Und Volumen des Elementes ist dx, dy, dz. Jetzt, wenn ich das hier einsetze, dann habe ich dx, dz, dx, dz und hier habe ich auch dx, dz. Das heißt, durch dx, dz kann ich das kürzen. Dann habe ich hier dy, durch dy dividiere ich auch die Gleichung. Dann habe ich hier tau y plus dy minus tau von y durch dy plus g rho sinus alpha. Gleich 0. Und was hier als erstes Glied steht, das ist natürlich nichts anderes als d tau nach dy. Das ist die Ableitung der Spannung nach der Koordinate. D tau nach dy plus g rho sinus alpha gleich 0. Und tau ist eta dv nach dy. Dv nach dy. Wenn ich das hier einsetze, dann muss ich, hier ist Ableitung und hier ist Ableitung, das heißt, es entsteht zweite Ableitung, eta mal zweite Ableitung von v, v natürlich die Komponente in der Fließrichtung vx nach dy Quadrat plus rho g sinus alpha ist gleich 0. So, das ist jetzt die Gleichgewichtsgleichung für diese Strömung und natürlich auch diese können wir jetzt integrieren. Versuchen wir. Dafür teile ich beide Seiten durch Eta, bringe das Freiglied auf die rechte Seite. Es entsteht die Differentialgleichung d2vx nach dy Quadrat ist gleich minus rho g durch eta sinus alpha. Einmal nach y integriert ergibt dvx nach dy ist gleich minus rho g eta sinus alpha mal y plus eine Konstante und nochmal integriert ergibt vx ist gleich minus rho g durch eta sinus alpha y Quadrat halbe plus cy plus eine weitere Konstante. Zwei Konstanten gibt es, weil es Differentialgleichung zweiter Ordnung war. Ja, dann müssen wir zwei Randbedingungen haben. Es gibt auch zwei Ränder an der Oberfläche vx, bei der y gleich 0 ist 0. Weil die untere Oberfläche sich nicht bewegt. Und was ist an der oberen Oberfläche? An der oberen Fläche, das ist freie Fläche. Dort gibt es keine Kraft, dort gibt es keine Tangentialkraft. Aber Tangentialkraft, aber von innen wird die viskose Kraft, die Eta mal Gradient der Geschwindigkeit. Und von oben wird keine Kraft. Damit die Oberfläche im Gleichgewicht ist, muss die viskose Kraft an der Oberfläche verschwinden. Das heißt, tau dv nach dy an der Oberfläche muss verschwinden. Oder ich schreibe dv, dvx nach dy, bei y gleich t, ist gleich 0. Eigentlich multipliziert mit eta. Dann ist das die Spannung an der Oberfläche, viskose Spannung, ist gleich 0. Das heißt, Gradient selbst der Geschwindigkeit muss gleich 0 sein. Wenn ich jetzt hier y gleich 0 setze, 0, 0, es bleibt d und das muss 0 sein, das heißt d ist gleich 0. Das folgt aus der ersten Randbedingung. Und jetzt die zweite Randbedingung benutze ich hier, da setze ich jetzt y gleich t minus rho g durch eta sinus alpha mal t plus c ist gleich 0. Und daraus bekomme ich die restliche unbekannte Konstante c.
gleich Rho G durch Eta Sinus Alpha mal die Dicke der Schicht. Und wenn ich jetzt das an dieser Stelle einsetze, dann bekomme ich letztendlich die Lösung für das Profil der Geschwindigkeit. Vx ist gleich, also Rho G durch Eta, Rho G durch Eta Sinus Alpha, die gibt es überall hier. Deswegen, ich kann Rho G durch Eta Sinus Alpha ausklammern. Und hier gibt es dann minus y Quadrat halbe plus y mal t. Wenn y gleich 0 ist, dann ist es auf jeden Fall 0. Ja, und wenn y gleich t ist, dann hoffentlich ist die Ableitung gleich 0. Auf jeden Fall haben wir aus dieser Bedingung die Konstante erhalten. So, jetzt bei y gleich 0 ist 0 und bei y gleich t ist es yt minus t Quadrat minus t Quadrat halbe, das heißt t Quadrat halbe ist immer eine positive Geschwindigkeit, das heißt, das ist eigentlich in der ganzen Schicht positive, unten 0 und dann positive Geschwindigkeit, parabolische Geschwindigkeit, und wenn ich sie jetzt grafisch darstelle, so in geneigtem Koordinatensystem wir das gewählt haben, und hier jetzt das Geschwindigkeitsprofil parabolisch, der geht so. Der G hat hier eine Nullableitung. V als Funktion der Koordinate y ändert sich nicht ganz am Ende. Und hier ist es 0 und ansonsten ist es parabolisch. Das qualitativ ist es eigentlich klar, dass es unten haftet und oben am schnellsten fließt. Und quantitativ haben wir nun festgestellt, dass es parabolisches Profil ist. Wie groß ist der Volumenstrom? Das ist auch eine interessante Sache für verschiedenste Anwendungen, like in Lackiererei zum Beispiel. Man gießt und es fließt mit einer bestimmten Dicke und man will wissen, wie man diese Dicke einstellt, aus verschiedensten Gründen. Ja, also Q, der Durchstrom, den bekommen wir, ja, wir müssen natürlich hier auch noch die Breite dieser Schicht einführen, und die wird hier bezeichnet als H. Ja, in verschiedenen Aufgaben wird als H Verschiedenes bezeichnet, aber hier in diesem Fall, das ist sozusagen Seitensicht der Strömung, und es ist in Wirklichkeit eine Schicht, die strömt, und die ist H-breit. Ja, das heißt, wenn wir das dreidimensional darstellen, dann ist das hier H. So. Und jetzt damit können wir den Volumenstrom berechnen. Wir nehmen zwischen y und y plus dy einen kleinen Streifen, der ist dy hoch und H breit. Das heißt, dy mal H ist seine Fläche. Multipliziert mit V von Y ist der Volumenstrom durch diesen Streifen und integriert von 0 bis T. Ergibt das gesamte Volumenstrom. Wir können H rausholen als V von Y, das ist natürlich Vx von Y, setzen wir diese Gleichung. Das heißt, Rho G Sinus Alpha durch Eta können wir jetzt ausklammern. Es bleibt unter dem Integral yt minus y Quadrat halbe dy von 0 bis t. Und das ergibt Rho g h Sinus Alpha durch Eta. Y Quadrat halbe bei diesen Grenzen ergibt t Quadrat halbe mit t hoch 3 halbe, und hier ist es
y hoch 3 durch 3 und es gibt noch 2, das heißt t hoch 3 durch 6. Eine Hälfte minus ein Sechstel ergibt ein Drittel. Das heißt ein Drittel Rho g h Sinus Alpha durch Eta mal t hoch 3. Das ist unser Volumenstrom. Man kann auch umgekehrt sagen, wenn Volumenstrom gegeben ist, dann kann man feststellen, wie dick die Schicht sein wird, die fließt. Das heißt, man muss einfach diese Gleichung bezüglich T auflösen und dann hat man sie. Wovon hängt der Durchfluss? Natürlich von der Viskosität. Ist Viskosität 0, das fließt mit unendlich großer Geschwindigkeit. Sehr stark, dritte Potenz hängt es von der Dicke der Schicht, aber natürlich auch davon, wie geneigt, nicht geneigt, keine Strömung, von der Gravitation, keine Strömung. Also hier haben Sie alles, was hier wichtig ist. Die Dichte kommt hier nicht wegen der Trägheit, sondern wegen der Gravitationskraft. Masse mal Gravitationskraft, das ist die treibende Kraft. Ja, das ist jetzt die Strömung, die weder Schleppströmung noch die Druckströmung, sondern Volumenkraftströmung, kann man sagen, unter der Wirkung der Volumenkräfte. Und jetzt möchte ich nochmal zurück zu der Bernoulli-Gleichung kommen. Wir haben für ideale Flüssigkeiten wunderschöne Gleichung formuliert, die Bernoulli-Gleichung. Und das ist Arbeitssatz für ein System, wo keine Reibkräfte wirken. Das ist eigentlich so eine Art Energieerhaltungssatz. Aber der Satz gilt natürlich nicht für Systeme, wo es Reibungskräfte gibt. Das heißt, für nicht ideale Flüssigkeiten gilt der Bernoulli-Satz nicht. Aber wenn die Abweichung relativ klein ist, dann kann man das so ein bisschen umformulieren. Und wenn wir jetzt eine Stromlinie betrachten in einer nicht idealen Flüssigkeit, und hier gibt es Punkt 1 und hier gibt es Punkt 2, dann können wir schreiben, dass P1 plus Rho V Quadrat halbe plus Rho GH zum Beispiel, wenn Potenzial durch Gravitationskraft kommt, oder Z1. Z1 ist hier, ja, Z1, das heißt eigentlich, es muss nicht so sein, sondern es kann auch so sein, so wie wir gerade gesehen haben. Es kann auch auf verschieden, dann gibt es hier auch noch Beitrag von der potenziellen Energie. Ist gleich P2 plus Rho V2 Quadrat halbe plus Rho GZ2. Das wäre die Bernoulli-Gleichung für ideale Flüssigkeit. Und es ist nicht ideale Flüssigkeit, deswegen gilt diese Gleichung nicht. Aber wenn man jetzt alle diese Größen als mittlere, wir haben auch gesehen, dass dann auch Druck zwar konstant, aber die Geschwindigkeit zum Beispiel kann sich auch ändern im Querschnitt. Aber wenn wir sozusagen die mittlere Geschwindigkeit definieren und annehmen, dass diese Strömung sich nicht sehr stark von der idealen Flüssigkeit unterscheidet, dann ist diese Gleichung trotzdem nicht korrekt, aber sie ist beinahe korrekt und den Unterschied, den kann man hier einfach hier als Delta P bezeichnen. Dieser Delta P heißt der Druckabfall. Der Druckabfall aufgrund der Viskosität. Ja, den muss man dann kompensieren dadurch, dass man, ja, das ist Druckverlust, ja, Druckverlust. Und wenn man den Druckverlust auf den Staudruck
normiert. Und Staudruck ist natürlich, hat die gleiche Einheit wie der Druck. Ja, dann ist es eine Zahl, die dimensionslos ist und sehr gut zur Charakterisierung ist eines Prozesses. Ob es sehr nahe zum Idealen ist oder doch ziemlich weit. Das ist Druckverlustzahl. Druckverlustzahl. Ja, wovon die Druckverlustzahl abhängt, das ist natürlich eine komplizierte Angelegenheit. Aber interessanterweise gibt es solche Fälle, wo man sie berechnen kann. Die Situation, die ich jetzt betrachten möchte, ist Ihnen eigentlich gut bekannt. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen idealplastischen Stoß. Zwei Körper bewegen sich, stoßen und bleiben aneinander kleben. Für so ein System gilt Impulssatz. Man kann die Geschwindigkeit danach berechnen von den Geschwindigkeiten davor. Und das ist ein Prozess mit dem Verlust der Energie. Den Energieverlust kann man berechnen. Der hängt nur von den Anfangsgeschwindigkeiten und den Massen ab. Und er hängt nicht von dem genauen Prozess. Ob das jetzt sehr langsam verschwunden ist oder ob da irgendwelche Feder waren und es ist noch geschwungen und am Ende irgendwie ist die Energie dissipiert. Die Energie, die am Ende dissipiert ist, ist immer die gleiche. Das heißt, es gibt Situationen, wo man einfach den Energieverlust berechnen kann, ohne in die Details des Prozesses reinzuschauen. Und es gibt solche Situationen auch bei den Strömungen. Und ein solcher Fall ist der Verlust von Carnot. Carnot-Scher, Druckverlust. Ja, Carnot hat in der Thermodynamik ein wichtiges Zyklus, Carnot-Zyklus erfunden. Ja, und das ist derselbe Carnot. In den Notizen gibt es den Abschnitt 5, Carnot'scher Stoßverlust, ja, Druckverlust durch Stoß. Ja, Sie werden jetzt sehen, das ist eine Situation, die ähnlich ist zu dem Stoß. Es handelt sich um ein Rohr mit veränderlichem Querschnitt, bei dem an einer bestimmten Stelle der Querschnitt sich sprunghaft ändert. Es ist wichtig, wie die Wand aussieht. Ja, wenn die Wand sich langsam ändert, dann schmiegt sich die Strömung, die fließt entlang der Wand. Sie reißt nicht ab. Und wenn es eine schnelle, sofortige Sprung gibt in der Fläche, dann reißt die Strömung ab. Diese Strömung, die fließt einfach rein und hier an dieser, wenn ein bisschen hinter die Ecke, gibt es keine Strömung. Warum? Das will ich gar nicht erklären, aber wir wissen alle, dass es so ist. Ja, wenn Sie ein Gebäude haben, bei dem die Wand sehr langsam so gekrümmt ist, dann können Sie sich vom Wind nicht hinter der Ecke verbergen, weil einfach der Wind auch um die Wand weht. Aber wenn Sie ein Gebäude haben mit scharfer Kante, dann können Sie sich einfach hinter die Kante stellen und auch starker Wind Sie nicht mehr berührt, ja, weil er einfach vorbei raus. Also in den strömungsmechanischen Begriffen reißt hier die Strömung ab. Und sie läuft weiter, während hier hinten der Ecke gibt es keine Geschwindigkeit. Aber weil es hier keine Geschwindigkeit gibt, deswegen gibt es hier, ja, wir wissen, dass der Druck hängt ja von der Geschwindigkeit ab. Ich bezeichne jetzt alle Größen hier. Hier am Anfang gibt es Schnitt A1, Druck P1 und es fließt mit der Geschwindigkeit V1. Hier
gibt es diesen Effekt, den ich bezeichnet habe. Aber dieser Effekt führt zu einer interessanten und wichtigen Eigenschaft, weil wenn es einen sehr starken Geschwindigkeitsgradienten gibt, hier gibt es Geschwindigkeit und hier nicht, dann ist diese Strömung instabil. Die fließt rein, aber sie beginnt sich zu verwirbeln. Und hier gibt es immer Verwirbelungsbereich, Turbulenzbereich. Hier, direkt hinter der Ecke nicht, aber ein bisschen weiter gibt es Turbulenzbereich. Und dann nach einer Weile beruhigt sich das und fließt weiter und fließt aus dem Schnitt A2 mit der Geschwindigkeit V2. Und hier ist der Druck P2. Was von den Sätzen, die wir früher untersucht haben, kann man hier anwenden? Also hier in diesem Bereich ist natürlich die Strömung nicht stationär. Aber sie ist stationär hier und sie ist stationär da, weil sie war laminar und am Ende ist sie wieder laminar, so wie bei einem Stoß. Während des Stoßes passiert irgendwas, aber davor gab es konstante Geschwindigkeit, danach gibt es konstante Geschwindigkeit, dazwischen gab es Stoß. Hier stoßen aufeinander zwei Strömungen, die es in diesem Gefäß gab und die reinfließt, und das ist Bereich des Stoßes. Deswegen heißt es Carnot'scher Stoßverlust. Ja, weil es so eine Art des Stoßes ist. In Wirklichkeit ist es turbulentes Gebiet und danach ist es wieder laminar. Wenn es hier und hier stationär ist, dann können wir die Kontinuitätsgleichung benutzen. Weil trotz dieser Turbulenz muss die Masse oder das Volumen bei konstanter Dichte der Flüssigkeit, die reinfließt, gleich dem Volumen, das rausfließt. Das heißt, A1, V1 ist gleich A2, V2. Ja, mindestens wenn V1 und V2 als mittlere Geschwindigkeiten definiert werden, weil wenn es Viskosität gibt, dann. Aber diese Turbulenz entsteht auch dann, wenn Viskosität sehr klein ist. Gerade wenn sie klein ist, entsteht wahnsinnige Turbulenz. Ja, weil einfach der Gradient der Geschwindigkeit ist unendlich hoch, auch bei sehr kleinen. Das heißt, eigentlich ist es fast ideale Flüssigkeit hier, fast ideale Flüssigkeit hier, und hier dazwischen gibt es trotzdem Stoß und Turbulenz und Energieverluste. So, aber die Kontinuitätsgleichung können wir schreiben. Was können wir noch schreiben? Also, hier gibt es Druck P1 und hier hinter der Ecke auch, weil diese Volumina direkt hinter der Ecke, die bewegen sich in der vertikalen Richtung nicht. Und das bedeutet, dass der Druck auf dieser Seite und der Druck, sie bewegen sich zwar in dieser Richtung, aber sie bewegen sich vertikal nicht. Ja, weil da herrscht Ruhe hinter der Ecke. Ja? Deswegen, die Druckdifferenz in der vertikalen Richtung ist null. Der Druck ist hier innerhalb dieser Flüssigkeit und direkt hinter der Ecke ist der gleiche, P1. So, jetzt können wir dann jetzt muss ich nachschauen, was jetzt die Logik ist. Wir können jetzt den Impulssatz anwenden. Ja, genau. Wir können jetzt den Impulssatz. Energiesatz, wohlbemerkt, können wir nicht anwenden, weil hier Energieverluste gibt, die wir nicht wissen und die wir suchen. Wie bei einem nicht elastischen Stoß, das, was wir benutzen können, ist Impulserhaltungssatz. Hier können wir Impulssatz benutzen, und zwar für das Kontrollvolumen, welches ich hier so skizziere. Impulssatz für dieses Kontrollvolumen lautet Strom J muss eigentlich hier auf dieser Seite und auf dieser Seite gleich sein.
Nein. Also hier auf dieser Seite ist der Impuls, der rauskommt, ist V2, das ist Volumenstrom, multipliziert mit Rho und mit der Geschwindigkeit V2, das ist Volumenstrom multipliziert mit der Geschwindigkeit, ist Impulsstrom. Das ist der Impuls, der pro Sekunde rausfließt. Minus Impuls, der pro Sekunde reinfließt, der fließt mit durch dieses Rho. Das ist Rho A1 V1 mal V1. Das heißt, wenn wir eine bestimmte Masse betrachten, die sich verschoben hat, das ist die Änderung des Impulses der Masse. Wenn Sie sich erinnern an die Herleitung des Impulses, dann sehen wir, welches Impuls hier die rausgeflossene Masse hat und welches Impuls hat hier die eingeflossene Masse. Diese Masse, die betrachten wir nicht, weil sie sich in der horizontalen Richtung gar nicht bewegt. Deswegen, wir betrachten nur diesen Impuls der Masse, die sich hier bewegt und den Impuls der Masse, der sich in dem gesamten Querschnitt bewegt. Das ist, was wir auch bei der Herleitung des Impulssatzes benutzt haben. Und das muss gleich der Kraft sein, die auf dieses Kontrollvolumen wirkt. Und die Kraft, die gibt es hier auf dieser Seite P2, also auf dieser Seite ist es P1 mal A, und zwar A2. P1 mal A2, weil diese Kraft wird auf das gesamte Volumen, hier überall. Also auf dieses Volumen wird die Kraft auf die gesamte Fläche hier, P1 überall mit der Fläche A2. Und auf der anderen Seite ist es minus P2 mal A2. Ja, und deswegen können wir jetzt, ja, was wollen wir eigentlich jetzt berechnen? Wir betrachten jetzt eine Strömungslinie von hier nach hier und schreiben für die Bernoulli-Gleichung. Hier gibt es P1 plus Rho V1 Quadrat halbe. Z1, Z2 brauchen wir nicht zu schreiben, weil es horizontal ist, keinen Unterschied. Das ist gleich P2 plus Rho V2 Quadrat halbe plus Delta P. Delta P ist nicht P2 minus P1, sondern das ist der Druck, P1 und P2, und Delta P ist Druckverlust. Das ist eine andere Größe. Das ist Delta P, die mit der, Dissipation verbunden ist. Das ist, Druckverlust ist eigentlich kein guter Begriff, weil eigentlich ist das Energieverlust. Aber Energie pro Volumen hat die Einheit des Druckes. Deswegen die Energie, die pro Volumen einer Strömung verschwunden ist, dissipiert, die hat einfach die Einheit des Druckes, und deswegen heißt sie Druckverlust. Eigentlich, nach dem physikalischen Sinn, ist es Energieverlust. Ja, das sind zwei Drucke, und das ist kein Druck, das ist Energieverlust, welcher Druckverlust heißt. Und daraus können wir Delta P berechnen. Ja, Delta P ist eigentlich aus dieser Gleichung, bringen wir alles auf die andere Seite, P1 minus P2 plus Rho halbe V1 Quadrat minus V2 Quadrat. Und das alles, was hier steht, können wir aus diesen zwei Gleichungen berechnen. Hoffentlich. Ich versuche das. Und dann bekommen wir den Energieverlust oder den Druckverlust. P1 minus P2 lasse ich so, wie es ist. P1 oder P1 minus P2 kann ich aus dieser Gleichung berechnen. P1 minus P2 kann ich aus dieser Gleichung berechnen, genau. Ja, P1 minus P2, das ist gleich, ich schreibe gleich, das ist Rho A2 V2 Quadrat minus Rho A1 V1 Quadrat
dividiert durch A2. Das ist P1 minus P2. Und hier steht P1 minus P2. Habe ich jetzt einfach aus dieser Gleichung abgeschrieben und an diese Stelle gesetzt. Und dann plus Rho halbe V1 Quadrat minus V2 Quadrat. Und wo kriege ich V1 und V2? Ja, V2 kriege ich aus dieser Gleichung, aus der Kontinuitätsgleichung. Das ist A1 durch A2 V1. Und die muss ich sowohl hier als auch hier setzen. Versuche ich. Rho, oder ich dividiere vielleicht durch A2, dann habe ich Rho V2 Quadrat. V2 Quadrat, aber V2 setze ich jetzt A1 durch A2 V1 Quadrat minus A1 durch A2 V1 Quadrat. Plus Rho halbe V1 Quadrat minus V2 Quadrat. Das ist A1 durch A2 V1 Quadrat. So, jetzt können Sie schon erahnen, was hier rauskommt. Hier gibt es V1 Quadrat, 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 hier gibt es Rho, Rho, Rho halbe, kann man rausholen. Und letztendlich, wenn wir die Zahl Zeta berechnen, aber machen wir die Zahl Zeta am Ende, wir können einfach so ein bisschen hier weiter rechnen. So, das ist jetzt Rho, klammern wir aus. V1 Quadrat, klammern wir aus. Hier gibt es A1 durch A2 Quadrat minus A1 durch A2 plus 1 minus A1 durch A2 Quadrat. Entschuldigung, hier ein halb und hier ein halb. So, jetzt hole ich ein halb raus, dann gibt es hier zwei, hier gibt es zwei, diese einhalb und diese einhalb gehen weg. 2a1 durch a2 Quadrat minus 1 ergibt a1 durch a2 Quadrat, a1 durch a2 Quadrat minus 2a1 durch a2 plus 1, das ist hier 1, ist nichts anderes als 1 minus A1 durch A2 zu Quadrat. Ja, wenn Sie Quadrat berechnen, dann ist es 1 minus 2A1 A2 plus A1 durch A2 zu Quadrat. Und wenn ich jetzt dieses durch Rho V1 Quadrat halbe dividiere, dann habe ich die Stoßverlustzahl. Die Stoßverlustzahl Zeta ist gleich 1 minus A1 durch A2 halbe. Wenn A1 und A2 gleich sind, gleichmäßige Rohr, ohne Ecke, ja, dann ist die Stoßverlustzahl 0. Es gibt keinen Verlust, keinen Energieverlust. Aber wenn es, sobald es Stufe gibt, gibt es Verlust. Und wenn ja A1 viel kleiner ist als A2, dann geht fast die ganze Energie verloren. Ja, dann ist Stoßzahlverlust fast Rho V1 Quadrat halbe, das heißt, fast die ganze Energie geht verloren. Es ändert sich von 0 bis 1, abhängig davon, wie stark sich der Querschnitt ändert. Das heißt, Stufen auf den Röhren, die sind energieverlustreich, ja, die müssen, Röhren müssen immer gleichmäßige, langsame Änderung des Querschnitts hat. Jeder Schnitt hat dann als Folge einen Energie- bzw. Druckverlust. Der Druckverlust
hat doch Sinn, weil dadurch, dass es diesen Energieverlust gibt, muss man die Druckdifferenz erzeugen. Und die Druckdifferenz, die man durch Pumpe erzeugt und diese Energieverluste kompensiert, ist gleich dem Druckverlust. Also hat der Begriff Druckverlust doch einen bestimmten Sinn. Ja, das nächste Thema, das kommt, gehört eigentlich jetzt nicht zu dieser Vorlesung, deswegen heute möchte ich diese Vorlesung an dieser Stelle beenden. Wir haben heute stationäre Strömungen, auch im letzten Fall war es am Anfang und am Ende stationär. Natürlich nicht alle Strömungen sind stationär. Es ist interessant, wie eine ideale Strömung in eine nicht-ideale übergeht, was passiert, wenn die Strömung durch periodische Kräfte beansprucht wird. Das alles wird in der nächsten Vorlesung diskutiert. Und für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Tag.